Willkommen zu einer weiteren Folge von Bug Fables The Everlast. Zeppling. Direkt unfreiwillig in Dialog verwickelt. Es scheint, als ob nur noch Kida fehlen würde. Und na, sie hat uns die Teile gegeben, also sind wir jetzt bereit zu gehen. Was sie belangt hat, die echt keinen Charme. Das ist nun so, wie sie ist. Wenn das also alle Abenteurer jetzt an Bord sind, dann sollen wir jetzt nun den Throntor öffnen. Dann zeigt euch von eurer besten Seite sogar von im Anschein unserer Königin ist ein Privileg. Oh, natürlich, Miss. Jetzt habe ich nicht bekommen, was wieder noch kurz da so geredet hat. Was ich nicht irgendein witziger Dialog, den ich jetzt verpasst habe. Oh, wir mögen die Königin so wie sie ist und wir würden sie niemals auf die Palme bringen. Hoho. Bist du dieselbe Motiva? Sei dich still und geht rein. Meine Königin, das Ameisenkönigreich, das Englisch, ich lasse aber wieder am End Kingdom. Abenteurer, sind ihr nun hereingekommen? Der Doktor ist auch hier. Oh, wirklich schön, oder? Willkommen. Ich hoffe, dass das Bienenkönigreich wirklich euch bislang gut gefallen hat. Mit ihrer Höflichkeit. Jetzt habe ich außerdem weggeskippt, weil ich wusste, dass die Steuerkreuzdrücken auch weggeskippt. Oh, die Queen, die ich am meisten respektiere. Eure Worte tun unsere Herzen schlagen lassen. Wir sind wirklich ganz erfreut über eure Präsenz. Okay, zu doch nicht Steuerkreuzdrücken hier Dialog wegskippen, aber warum wurde es denn eben weggeskippt? Interessant. Oh ja, es ist schön, wieder zurück zu sein. Wie, bist du das? Du bist wirklich so groß und schön gewachsen zu einer feinen Biene. Wir haben gehört, wir haben hier von deinen Arbeiten gehört, von euren Erkundungen. Ja, sie haben wirklich sehr erfreuliche Überraschungen uns herbeigebracht in diesen Tagen. Das ist großartig, wie. Danke, Königin. Das Bienenkönigreich ist echt wunderschön. Es macht mich so, dass ich wünsche, dass ich eine Biene bin. Aber nun, da wir jetzt alle zusammen an diesem wunderschönen Ort auf dieser Welt sind. Aber die Freundlichkeit sind vorbei. Wenn es euch nicht stört, dann lasst uns jetzt mal auf den Tisch tragen, was hier ansteht. HB. Ja, meine Königin. Also, so wie ich weiß, ist die dankbare Endqueen von unseren sehr, sehr heftigen Request Vereinbarung? Nee, nicht Vereinbarung. Anfrage. Von der sehr schweren Anfrage. Has made a heavy request of our kind. Ah ja, eine gute Anfrage hat eben uns gemacht. Und zwar ist der Kern von der Honigfabrik. Das ist das, was unser Königreich uns schuldet. Das scheint ein Artefakt zu sein. Unter normalen Umständen würden wir die Anfrage von der Königin ablehnen. Aber sie hat gemeint, dass sie uns dass wir alles, was wir tun müssen, ist es wirklich einen neuen Kern zu bauen. Sie hat uns alles gegeben, was wir benötigen, um einen neuen Kern zu bauen. Richtig. Es sollte schon alles in der Fabrik eingeliefert worden sein. Ja, ich bin da kurz schnell hingegangen, um eine schnelle Untersuchung anzustellen.
Mit meinem unglaublichen Intellekt konnte ich sehr schnell einen passenden Ersatz finden. All die Materialien sind wirklich von hochwertiger Qualität. Nun, das ist ein doch ziemlich einfacher Prozess, oder? Es scheint, als wären wir schon durch zu vielen Formalitäten vorbeigegangen worden zu sein. Niemals, Eure Majestät, es gibt keine Anforderungen, die dem wirklich gleichstehen würden. Also wenn deine Worte wahr sind, dann würden die mich am meisten Freude machen. Für das, was ich euch hier eingeladen habe, ist der Doktor in der Honigfabrik und die sind Zeugen von diesem sehr bedeutenden Austausch. Es ist nicht in deiner Verantwortung zu gehen, aber es würde unsere Herzen erwärmen, wenn du es tun würdest. Ja, ja. Sichere Sache. Wir würden es lieben, noch weiter uns beim Königreich umzusehen. Ja, zum ersten einmal sehen wir nun, wie Honig produziert wird und das scheint so lecker zu sein. Leaf, du wirst doch nicht alles jetzt essen, oder? Danke, wir werden gehen. Wie? Königin? Also, entgegengesetzt von dem, was ich glaube, scheint, dass die Auswelt dir ziemlich gut getan hast. Du bist mittlerweile so erwachsen, dein Team hat meinen Dank. Ihr seid willkommen, Königin. Ich hab mich nicht verändert, ich bin noch dieselbe wie. Ja, eine Mutter weiß wirklich das Beste. Also, vielleicht musst du es noch bemerken. Nun, sollen wir jetzt gehen? Die Königin hat gesprochen. Haltet euren Mund. Na, es gibt da keinen Grund, jetzt so gnadenlos zu sein, meine liebe Wache. Aber ihr seid jetzt wahrlich freigestellt, zur Fabrik zu gehen. Es ist im Westen hier vom Throneingang. Wie bitte? Pass auf dich auf, wie jeder andere, der hier Abenteuer erkundet. Ich bin mir sicher, dass es da zu keinen Schwierigkeiten kommen wird. Ja, ich werde. Ihr könnt auf mich zählen. Befohlen. Nun, lass uns gehen, Wespe. Er wird schon Zeit. Nun, Team, ich habe immer noch ein paar Werkzeuge aufzusammeln. Wir werden uns dort sehen. Lass dich nicht von der Brücke wegwehen. Ja, Wien. Du hast uns jetzt so böse rüberkommen lassen, wenn das wirklich eine so dankbare Königin ist. Auch wir wurden bei ihren Worten wirklich. Auch wir wurden von diesen Worten disarmt. Disarmt ist ja, wenn man so, sagen wir mal, so, wenn man sich so rüstet, sagen wir mal. Ja, sich aufrüstet und dann auf einmal sich wieder abrüstet. Also wenn man aufgerüstet ist, nicht abrüstet. Das ist disarmt. Vielleicht hat es so eine andere Bedeutung, die dieses Wort hat, aber ich nicht kenne. Naja. Es scheint jetzt aus dem Kontext raus zu sein, als ob sie ja wirklich nett wäre. Und dass es uns erinnert an Elisand. Ja, ich war wirklich... Ja, dann haben mich okay. Alle anderen haben mich aufgeregt, okay. Auch so hättest du ihr keine schlechten Worte im Mund reden sollen. Tut mir leid. Okay? Und ich werde Sachen beheben. Langsam. Also können wir jetzt einfach die Mission machen? Ja, okay, lass uns gehen, Team. Ha. Und ich gehe doch noch nicht. Der Weg zur Fabrik ist nur draußen. Also du kannst es nicht. Du kannst dich verpassen, also. Also, ich hoffe, du liest doch dir hier den Besuch. Ich sehe nichts mehr. Ja, ich bin jetzt hier komplett sinnlos hier zu einem Erkunden. Lasst mich, okay. Du hast den King gehört. Geh zur Fabrik. Im Ausgang vom Westen. Und ich rede nochmal genau dasselbe. So. Aber es gibt jetzt einen kleinen Plot-Twist. Und das gefällt mir gar nicht, aus dem Grund.
gehe ich eben nicht zum Besten, sondern ich würde mich erstmal nochmal vorbereiten wollen. Es hat so einen kleinen, so ein kleiner übler Gedanke. Das ist ja so eine kleine üble Sache, die gibt's da halt. Ich werde mir die ganzen Orden rausnehmen. Ich hatte 5 Orden über. Also ich habe gerade 2 Ordenpunkte rausgenommen und habe immer noch 3 übrig. Ich hätte ungenutzte Orden ausersehen. So, das hier. 18 Bären. Das passt ja perfekt, was wir dann im Inventar auch haben. Also ich möchte mich halt wirklich gut vorbereiten vor dem Plot-Twist. Also. Ja, ich glaube, ich werde noch ein bisschen farmen. Ich habe Magic Seed. Okay, ich habe doch ganz viel Clash Tony. Bei der Honigfabrik wird es auch Honig geben. So. Damit werde ich jetzt gehen. Also ich werde natürlich hoffen, dass ich die Items, die ich mir jetzt gekauft habe, dass ich nicht brauchen werde, aber... Kann auch sein, dass ich nicht brauchen werde, sondern dass ich jetzt einfach mal Geld verschwendet habe. Wenn es so ist, ja, meine Fresse, dann werde ich halt eben ein bisschen offscreen farmen. Aber es ist schon krass, dass das Geld perfekt gereicht hat, um sich 2 zu kaufen. Das hier ist die Brücke, wo der starke Wind weht. Warte! Was ist denn? Team, fallt nicht runter! Beruhigt euch! Eine Brücke ist sicher der beste Ort, um auf einmal eine Panikattacke zu kriegen. Schaut! Alles hier in der Fabrik ist super teuer und ich lasse hier nichts mitten der Tour fallen. Ich sehe es, wir sollten vorher shoppen dann. Jupp, lass uns ein paar Beeren sparen. Oder wir können ein bisschen... Bisschen sparen, währenddessen, wenn den gesamten Weg zurückgehen würden. Oder ein bisschen ausgehen, wenn deswegen den ganzen Weg zurückgeben würden. Die sagt, wir sollen Beeren ansparen. Ich meine, ich habe jetzt erfolgreich 0 Beeren. YOLO. Ah, die Queen hat euch erlaubt. Geht nun weiter. Wow, so viele Touristen. Das ist die berühmte Honigfabrik. Ziemlich schön, wa? Hier ist der Ort, wo der ganze Bulgarias Honig produziert wird. Oh, ignoriert wirklich den Haufen von Altteilen. Einige Explorer haben es einfach hier liegen gelassen, als sie ausgewandert sind. Egal, ich bin Tuvi, euer wirklich sehr erfreuter Touristen-Guide. Während der großartige Doktor einen neuen Kern gebaut hat, werde ich euch zeigen, etwas, was euch viel Spaß machen wird. Jiha, kann ich warten? Scheint eine gute Möglichkeit zu sein, oder? Die Wissenschaft ist echt unglaublich, aber es ist halt nicht der beste Sport für Zuschauer. Okay, was machen da die 2 da hinten? Die verlassen sich hier einfach irgendwie. Okay, bei diesem Zeitpunkt ist die Tour zu Ende. Ich muss jetzt alles wieder neu zusammenbauen. Also macht jetzt, habt Spaß. Danke, Doktor. Uns wird das sicherlich gefallen. Da wir zu wissen, wie Honig gemacht wird, ist wirklich eine so großartige Gelegenheit, dass wir das nicht verpassen können.
Es ist ernsthaft nichts anderes außer cool. Vielleicht schon eine Biene. Für uns ist es. Okay, ich glaube, ich habe das, was ich wie gesagt habe, komplett falsch übersetzt. Hurra! Ist ja nur das 500 Millionste Mal. Vielleicht schon eine Biene. Für uns ist es eine großartige Herausforderung. Ich glaube, wie hat gesagt, es ist halt nichts für sie, aber ich meine, sie ist ja auch eine Biene, so logisch. Okay, das wird sicherlich Spaß machen, glaube ich. Oh, was? Warnung, Warnung. Die Fabrik wurde compromised. Auf jeden Fall irgendwas unverhältnismäßig Schlimmes. Und die Alarmmeldung 32 ist ausgebrochen. Und zwar gibt es jetzt einen kompletten Lockdown. Was? Aber Code 32 ist... Doc, was passiert hier? Code 32 means, dass die Fabrik gerade attackiert wird von feindlichen Kräften. Aber wie? Hier scheint doch nichts im Weg zu sein. Doktor, wir müssen verlassen. Wir müssen das Artefakt hier später holen. Wirklich. Aber es sind nicht nur wir Touristen und Arbeiter müssen hier auch evakuiert werden. Hey. Hey, du Touristenführer. Weißt du hier, wer der Aufstand ist? Nein. Es ist Zeit für eine Routinebegutachtung. Sie könnte überall sein. Es ist eine Routinebegutachtung. Nun, also ohne die Aufsicht sind wir hier festgesteckt. Was? Code 32 wird die komplette Fabrik für eine Woche lang einsperren. Das ist es, außer wenn der Vorstand den Code eingibt, wo das Ganze jetzt hier wieder rückgängig gemacht wird. Ich glaube, wir sollten unsere Reise jetzt hier, die Reise zur Fabrik wirklich sagen wir mal umkrempeln, dass es hier raus eine Rettungsmission wird. Großartige Idee. Da wenn wir natürlich das Problem beheben können, also den Angreifer beheben können, dann wird das alle unsere Probleme beheben, wirklich. Okay, wir werden helfen. Mit so einer kompetenten Gruppe an Abenteurern. Hier sollten wir okay sein. Für nun werde ich jetzt hier einen Ersatz für den Kerl finden. Du solltest also euch auf die Rettungsmission begeben. Lass uns das tun. Du hast verstanden, Motiva. Lass uns... Warte, wo ist sie? Wo ist die Wespe? Er ist auch weg. Na, ich glaube, die müssen damit etwas zu tun haben. Aber ich glaube für dieses Mal glaube ich nicht. Ich glaube, wir müssen aber auch sie suchen. Wir haben hier schon genug zu tun. Okay, lass uns gehen, Team. Yay, und jetzt sind wir für immer stuck. Hype. Ja, darum habe ich mir die Sachen gekauft, weil... Da wollte ich jetzt nicht hingehen. Weil, ja. Ich komme jetzt halt wirklich nicht mehr zurück. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man das Spiel jetzt für eine Woche wirklich Ingame-Zeit jetzt hier laufen lässt, wahrscheinlich gar nichts. Der Weg nach rechts läuft zum Büro von dem Aufseher. Vielleicht könnte der etwas finden, was uns helfen wird. Oh nein, ich habe einen Job erhalten und alles ist ruiniert. Ruiniert! Warum muss das immer mir passieren? Da die Fabrik geschlossen ist, kann ich jetzt kein Zeugs mehr verkaufen und werde nicht meine Quote erreichen und werde gefeuert. Nein! Also, das Management braucht keine Quoten während Notfällen. Einige werden glauben, dass es nicht schaden wird, wie Miss. Wir würden lieben, hier zu shoppen, wenn du uns reinlässt. Würdest du? Okay. Wenn es hier Kunden gibt, dann kann ich hier nicht mehr einfach nur hier untätig rumsitzen. Dann werde ich hier alles hier den Shop vorbereiten.
sie ist hier. Darum habe ich hier mehr Magic in das Inventar. Gut, was haben wir hier für Items? 10 Beeren. Gibt 5 HP, 5 TP. Dann hier Leaf Omelette für 9 HP. Kostet 10 Beeren. Übrigens, die Shops sind alle teurer als so. Schockbeere. Also 7 HP, aber man wird danach geschockt. Hier das Eis 5 HP und 10 TP, aber dann erleidet man halt eben einen Freeze. Und hier. Warte mal. Kostet 20 TP, oh mein Gott. Und für 9 HP kann man 8 TP regenerieren. Das ist der Grund, warum ich eben halt im Menü auch die hier diese Seeds gegeben haben. Die sind auch ziemlich stark, weil man sich wiederbeleben kann. Nur die kann man hier nicht kriegen. Darum habe ich mir gekauft. Oder hier die. Das heißt ja schon im letzten Pack gemacht, aber die Crisp Donuts, die 12 TP anstatt 8, die kann man auch nicht kriegen. Dann kann man überlegen, hier Sachen auszutauschen. Store. Okay, immer noch 13 Items. Mehr als genug. Deswegen, ich muss jetzt halt wirklich aufpassen. Take out. Ich glaube, was ich jetzt rausnehme, sind mal zwei von diesen schwächeren Versionen, damit ich die drei halt definitiv für Bosskampf habe. Ich glaube, das werde ich auch mal sicherheitshalb einlagern. Nicht, dass wieder irgendein Gegner hier stehlen kann und dass es dann weg ist. Von 13. Aber ich kann noch mal gleich Honey mit reinnehmen. Davon habe ich viel. Okay, das andere, das kann ich hier natürlich ziemlich einfach mir wieder ranholen. Willkommen zum trendigsten Shop in ganz Bulgaria. Ja, das ist die berühmte gerühmte Gift-Shop, also so Geschenk-Shop von der Fabrik. Wenn du wirklich sehr nett nur Honig handeln willst, dann stell dich einfach neben den Item und drücke A. Hahaha. Die Frage ist, kann ich mich hier irgendwie heilen? Ohne mir beim Shop hier Heil-Items kaufen zu kommen. Mein Training hat mich nicht darauf vorbereitet. Oh nein. Der Aufseher steckt hier im Lager fest. Wir können den Kern. Wir haben keinen Zugang zum Kern ohne sie. Motiva. Und dieser Wespenkönig hat hier das Lager betreten, kurz vor dem Lockdown. Sie. Vielleicht haben sie damit etwas zu tun. Das ist der Weg zum Honiglager. Das ist der Weg zum zur Honigverarbeitungs. Gebiet. Zum Honigverarbeitungsgebiet. Die Tür ist verschlossen. Brauchst du eine Karte oder etwas? Wo könnte sie sein? Nein, brauchst du nicht eine Karte. Das war keine Frage gestellt, sondern ich brauche eine Karte oder etwas. Wo könnte sie sein? Vielleicht ist da der Aufseher. Scheint irgendwie eine Art Scanner zu sein. Das scheint so kompliziert sein, aber ich kann's machen. Finde den Aufseher, in der Zwischenzeit werde ich hier an einem Ersatzschlüssel arbeiten. Das ist der Weg zum Kern. Das ist der Weg zum Fabrikkern, aber nur der Aufseher kann diese Tür öffnen. Ich habe selber noch den Kern gesehen. Ich frage mich, wie es aussieht. Ne, hier komme ich nicht rein. Ja, komm, reden wir einfach mal mit jedem. Denn why not? Nein! Keiner macht hier Panik. Es wird alles gut sein. Dr. Abi ist auf unserer Seite. Sie wird nun etwas auffinden. Etwas rausfinden. Oh no. Aber keine Panik. Mit dir haben wir schon gesprochen. Okay, gehen wir mal von links nach rechts. Das ist ein Porträt vom Aufseherin. Ein bisschen narzisstisch. So ist es nicht. Das ist wirklich ein ehrenhafter Mitarbeiterporträt. Bienen arbeiten wirklich hart, damit die das hier für ein paar Tage lang stehen haben. Es gibt also keine Hall of Fame für alle geehrten Mitarbeiter. Jupp, die sind wirklich im Inneren vom Königreich, also ihr beide könnt die nicht sehen.
Also, in unser Team sind Capo. Also, unser Team ist Capo nun der geehrte Mitarbeiter. Würde ich? Na, keineswegs, das bin natürlich ich. Naja, die Nomination erfolgt noch. Factory Pass, damit kann ich die Honigfabrik betreten. Wer auch immer das da verloren hat, wird sicherlich gefeuert. Psst, wie? Wir sind. Man kann sich doch Magic Seeds kaufen. Aber für 25 Sperren. Ich habe ja welche für 18 gekauft. Yes, ich habe 7 Beeren gespart. Wenn ich irgendwann mal eine brauche. Komm, gib rüber. Okay, wird nicht günstiger. Pass auf mit dem Honig. Es ist wirklich sehr, sehr klebrig und die Maschinen hier erzeugen hier betäubende Elektrizität. Wenn irgendwelche Türme auf dich schießen, dann geh sicher, dass du sie abblockst. Hey, normalerweise können die hier Touristen nicht schlafen, aber es ist ein Notfall. Willst du ein Nickerchen machen? Okay, ich werde dich aufwachen, wenn etwas passiert. Also, alles ist zwar teurer, aber das Nickerchen ist gratis. Aber ich glaube, das muss auch so sein, damit man nicht hartstuck ist. Weil je nachdem. Ich meine, dieser Kristall ist blau. Je nachdem, wenn man halt, was weiß ich, 2 AP hat und hier speichert, ne, dann und keine Beeren hat. Dann ist man halt gesoftlockt und so. Kann man sich zumindest noch heilen. Ein paar Gegner besiegen, halt Beeren farmen. Bis das mal low ist und dann auch wieder sich heilen und noch weiter Beeren besiegen. Gegner besiegen für Beeren farmen. Und so kriegt man hier alles, was man braucht. Also ich kann mich tatsächlich nicht mehr erinnern, dass man damit eben einen Typi man für 25 Beeren man sich doch noch hier Magic Seeds kaufen kann. Naja. Aber an der Stelle beenden wir den Part. Wir machen an nächster Stelle weiter. Dann sag ich, ciao Leute. Wie schmeckt der?